Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bei Der Weg mit Daddy zeige ich euch mal den Kinderheim von meinem Sohn, den UFEX Safari. Hier seht ihr den mal von nahem. Schönes Muster. Mein Sohn ist total fasziniert von Giraffen. Und gerade deshalb haben wir den Helm deswegen auch ausgesucht. Und natürlich gab es dann noch andere Merkmale. So sieht er von innen aus. Hier könnt ihr die Höhe verstellen an dem roten. Und hier die Breite mit dem Rädchen, wie ihr es meistens bei anderen Helmen auch habt. Dann habt ihr hier den normalen Verschluss, der dann auch unten am Kinn endet. Und hier ist der Schutz, wie ihr sie auch von anderen Helmen kennt, damit der Gurt nicht am Kinn reibt. So, da seht ihr auch. Und kann halt einhändig geöffnet werden, da, wie ihr es überall eigentlich auch herkennt. Also der Helm ist super geeignet für Fahrradsitze. Wir haben am Anfang, als wir auf den Drahtesel umgestiegen sind, erstmal so ein bisschen geguckt und haben hier den Helm von der Tante meiner Frau bekommen. Die hatte den noch zufällig im Keller. Ist noch ganz gut und stabil. Mein Sohn hat ihn aufgekriegt und man konnte ihn halt hier unten auch verstellen. Hier, ne, wie wir es bei unserem UFEX Safari auch können. Er hat ihn angezogen, aber er ist immer wieder mit dem Kopf hinten gegen geknallt. Er hat halt irgendwann die Lage so mit dem Kopf und sind wir ehrlich, noch unbequemer kann es gar nicht auf dem Fahrrad sein. Deshalb haben wir uns sofort den Safari zugelegt. Bei dem Safari hatten wir dieses Problem nicht. Sein Kopf kannte problemlos hinten dran. Er war trotzdem immer noch gerade, also sprich, er konnte ihn sogar hinten ablehnen, was er auch während unserer Radtouren hin und wieder macht. Meistens guckt er sich aber trotzdem links und rechts um. Fahrradfahren ist natürlich wieder eine aufregende Sache. Besonders cool finde ich, dass der Helm so viele Lüftungskanäle hat. 17 Stück sind es an der Zahl. Und wenn ihr was genauer hinseht, da könnt ihr es erkennen, da habt ihr sogar ein Insektennetz da drin. Also sprich, keine Fliegen krabbeln da irgendwie deinem Kind an dem Kopf herum. Nein, dein Kind ist vor Insekten geschützt und das ist gerade unterwegs mit dem Fahrrad. Wer kennt es nicht? Andauernd verschlucke ich eine Fliege. Naja, schützt mein Sohn jetzt auch nicht davor. Aber die krabbeln wenigstens auf deinen Kopf. Ja, wir haben halt auch wirklich zur Marke UFEX gegriffen, weil ich finde, UFEX steht halt irgendwie für Qualität. Es gibt mir halt irgendwie eine gewisse Sicherheit, jetzt nicht den billigsten China-Helm bei Wish bestellt zu haben, sondern einfach einen Qualitätshelm, der meinen Sohn auch schützt, falls ich mit dem Fahrrad umkippe oder meine Frau mit dem Fahrrad umkippt, ist der Kopf meines Sohnes wenigstens geschützt. Ja, unser Auswahlkriterium war, wie gesagt, dass er locker den Kopf hinten halten kann und nicht andauernd gegen den Sitz stößt. Und ja, die Rezessionen darunter waren halt auch sehr positiv von anderen Eltern. Das hat unsere Kaufentscheidung natürlich etwas bestärkt. Wenn ihr einen Superhelm für den Fahrradsitz braucht, runter in die Beschreibung, da ist der Link dazu. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Die Dinger mag ich. Bis zur nächsten Folge.